Hi und herzlich willkommen zurück zum Kanal der Übergabe. Mein Name ist Christian und wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, in regelmäßigen Abständen mache ich hier Videos zum Thema Pflege und Gesundheit. Heute widmen wir uns dem Thema der Organspende, das ja tatsächlich auch ein wichtiges Thema für viele Menschen ist, wenn nicht sogar für alle Menschen, denn wir alle sollten uns damit beschäftigen, aber mehr dazu später. Wie das mit dieser Organspende eigentlich so funktioniert und wie der ganze Ablauf ist, was das eigentlich ist und warum wir uns, wie gesagt, alle damit mal beschäftigen sollten, das erfährst du in den nächsten Minuten. Ja, was ist eigentlich so eine Organspende? Ich glaube, ich brauche es überhaupt gar nicht zu erklären, aber lass uns trotzdem mal reinspringen, denn es gibt da nämlich zwei Arten. Auf der einen Seite gibt es nämlich die Lebendspende und auf der anderen Seite gibt es die postmortale Organspende. Bei der Lebendspende ist es so, dass man Teile eines Organs, wie zum Beispiel der Leber, oder ein ganzes Organ, wie zum Beispiel die Niere, spenden kann, danach aber weiterlebt. Und auf der anderen Seite gibt es die postmortale Organspende. Das bedeutet, dass ein Spender oder eine Spenderin zu Lebzeiten sich dafür entschieden hat, Organe spenden zu wollen. Und nach dem Tod dieser Person werden diese Organe dann entnommen und für eine andere Person, die auf der Warteliste steht, genutzt. Und jetzt fragst du dich, ja, welche Organe betrifft das denn? Grundsätzlich kann man Organe wie zum Beispiel die Leber, die Lunge, die Niere, die Bauchspeicheldrüse, das Herz spenden, aber auch den Darm. Ja, bevor so eine Organspende überhaupt erfolgen kann, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Und die erste Voraussetzung, das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Voraussetzung, dass diese Person sich zu Lebzeiten dazu entschieden hat, Organe spenden zu wollen. Das kann sie auf verschiedene Weise tun. Es gibt ein Organspenderegister seit März diesen Jahres und dort kann man sich eintragen, darauf gehe ich später nochmal ein, aber es geht auch sehr viel einfacher. Und zwar, wenn man sich einfach so einen Organspendeausweis holt. Und in diesem Organspendeausweis kann man einfach festlegen, ob man Organe spenden möchte oder ob man sie nicht spenden möchte. Und wenn man spenden möchte, kann man auch sagen, welche Organe man spenden möchte. Das Ganze wird unterschrieben und dann trägt man ihn bei sich in seinem Portemonnaie. Und wenn man dann verunfallt oder irgendwo aufgefunden wird oder ähnliches in eine brenzlige Situation kommt, in einer Notfallsituation, dann kann geschaut werden, ob diese Person Organe spenden möchte oder nicht. Du kannst aber auch einfach deinen Angehörigen Bescheid sagen. Das ist natürlich eine relativ vage Sache. Das Problem ist aber tatsächlich, wenn du dich nicht entscheidest und das auch niemandem sagst, dann kann es sein, dass deine Angehörigen für dich entscheiden müssen. Und das wird zum Problem, weil du sozusagen diese Entscheidung, die ja ganz allein dir gehört, ob du Organe spenden möchtest oder nicht, auf andere Personen überträgst. Und das kann tatsächlich in einer Situation, wo Angehörige ohnehin schon sehr traurig sind und sehr belastet sind, vielleicht dazu führen, dass diese noch weiter belastet sind. Deswegen ist es total sinnvoll, zu Lebzeiten seine eigene Entscheidung zu treffen, sich dazu Gedanken zu machen und zu sagen, okay, ich möchte vielleicht Organe spenden oder ich möchte es vielleicht auch nicht tun. Das ist nämlich auch völlig in Ordnung. Ja, und der zweite Aspekt, der hier eintreten muss, ist der Hirntod. Es ist ganz wichtig, dass wir den irreversiblen Hirnfunktionsausfall vorliegen haben. Dieser wird festgestellt von zwei unabhängigen ÄrztInnen, die dann sagen, okay, diese Person hat den Hirntod erlitten. Es gibt andere Länder, wo diese Diagnostik, ob jemand tot ist, an anderen Kennzeichen gemacht wird. Hier ist es so, dass tatsächlich der Hirntod, der irreversible Hirnfunktionsausfall vorliegt. Das bedeutet, dass sämtliche Hirnfunktionen unwiderruflich erloschen sind und diese Person damit tatsächlich tot ist. Es gibt einen Aspekt, auf den möchte ich gerne nochmal eingehen, weil er vielleicht bei einigen auch für Verwirrung sorgt. Und zwar liest man immer wieder, dass nach so einem Hirntod, also einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall, noch Medikamente gegeben werden, insbesondere auch Schmerzmittel. Und jetzt fragt man sich, hä, wenn das Gehirn doch aber tot ist und da auch keine Reizleitung mehr da ist und nichts mehr quasi stattfindet, warum braucht diese Person dann eigentlich noch Medikamente bzw. auch Schmerzmittel? Ja, diese Schmerzmittel werden gar nicht gegeben, weil diese Person Schmerzen haben könnte, sondern diese Medikamente werden gegeben, weil es sogenannte Reflexbögen gibt. Diese Reflexbögen, die bleiben intakt, weil nämlich auch das Herz-Kreislauf-System intakt bleiben muss.
Du musst dir vorstellen, dass die Organe ja weiterhin durchblutet werden müssen, ansonsten können wir sie eben nicht transplantieren. Das bedeutet auch, dass das Rückenmark quasi weiterhin intakt ist, was dafür zuständig ist, dass diese Reflexbögen grundsätzlich einfach vorhanden sind. So. Und Medikamente können jetzt dafür sorgen, dass diese Reflexe quasi unterdrückt werden. Das ist tatsächlich auch notwendig und hilfreich, weil bei so einer Operation man diese Reflexe quasi nicht gebrauchen kann. Deswegen bekommen diese Personen dann auch Medikamente und das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass die Person eventuell noch leben könnte. Der irreversible Hirnfunktionsausfall ist die sichere Sache, dass diese Person tot ist. Ab diesem Punkt fragst du dich vermutlich, wer braucht denn jetzt eigentlich welches Organ und woher wissen wir das eigentlich? Das weiß Eurotransplant. Eurotransplant ist eine Organisation, die die Verteilung der Organe übernimmt. Das heißt, die organisieren das alles und die wissen auch, wo welche Person ist und welches Organ die benötigt. Und sollte eine Organspende stattfinden, dann sind die quasi stets damit involviert. Und wie das Ganze jetzt tatsächlich abläuft, dazu gibt es verschiedenste Kriterien. Es gibt ja eine sogenannte Warteliste, sprich da kann man sich draufsetzen lassen, wenn man ein Organ benötigt. Und je nachdem, wie dringlich das ist, kann es sein, dass man in der Warteliste nach oben rutscht. Aber diese Dringlichkeit, die ist natürlich nicht von vornherein gegeben, sondern das ist immer abhängig von verschiedensten Faktoren. So, und weiter gibt es natürlich noch Kriterien wie zum Beispiel eine Blutgruppe oder auch der Gewebetyp, weil man natürlich nicht jedes Herz in irgendeinen Patienten irgendwie reinpflanzen kann. Dazu muss es natürlich verschiedenste Kriterien geben, damit das auch passt. Und was auch ein Faktor ist, ist natürlich, inwieweit ist denn tatsächlich auch die Chance gegeben, dass die Organtransplantation am Ende auch gelingt? Und dazu sind natürlich die vorherigen Kriterien super wichtig, um zu wissen, okay, passt das mit der Blutgruppe, passt das mit dem Gewebe? Okay, lass uns mal in die Zahlen gucken, damit man so ein Gespür dafür bekommt, über welche Größenordnung wir hier eigentlich sprechen. Im Jahr 2023 ist es so, dass ungefähr 8.500 Menschen auf der Warteliste gewesen sind, die auf ein Spenderorgan gewartet haben. Und im Jahr 2022 wurden ungefähr 3.300 bis 3.400 Organe transplantiert. Das bedeutet schon ein kleines Gap. Von den 3.372 Organen war jedes sechste Organ tatsächlich eine Lebensspende. Dabei ist die Niere das am häufigsten transplantierte Organ hier in Deutschland. Und wenn wir uns das Ganze mal international angucken, dann sieht man, dass in Spanien die meisten Organe transplantiert werden. Eingangs hatte ich ja schon gesagt, dass die Möglichkeit dazu besteht, dass man sich entscheiden muss und dass man das Ganze über diesen Organspendeausweis irgendwie machen kann. Das Ganze geht aber auch seit 18. März 2024 über ein Organspenderegister. Das erreichst du unter organspende-register.de und dort kannst du dich digital eintragen. Ich muss zugeben, die Hürden sind etwas hoch. Du brauchst deinen elektronischen Personalausweis beispielsweise, du brauchst einen Computer, du brauchst irgendwie ein Kartenlesegerät. Nichtsdestotrotz, trotz dieser Hürden, haben sich dort mit Stand zum 31. Mai über 120.000 Personen bereits registriert. Das heißt, es funktioniert offenbar. Allerdings geht es natürlich weiterhin über diesen Organspendeausweis. Und wenn du dich fragst, wo du den herbekommst, den bekommst du beispielsweise bei der BZGA, also bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf der Homepage oder bei organspende-info.de oder aber auch bei deinem Arzt oder deiner Ärztin deines Vertrauens. Auch dort bekommst du diese Organspendeausweise. Hin und wieder gibt es auch so Aufklärungsstände und dort bekommt man die auch. So, die haben so dieses Kartenformat und funktionieren eigentlich ganz gut und kann man dann entsprechend in der im Portemonnaie mit sich tragen, falls es mal zu einem Unfall kommt und niemand weiß, ob du jetzt ein Organ spenden möchtest oder nicht. Dort kannst du deinen Willen hinterlegen. Und warum das so wichtig ist, das liegt auf der Hand. Denn wenn du beispielsweise verunfallst und ins Krankenhaus kommst, dann steht vielleicht irgendwann die Frage an, möchte diese Person eigentlich Organe spenden oder möchte sie es nicht? Jetzt ist es so, dass du die Entscheidung gar nicht mehr treffen kannst. Das heißt, deine Angehörigen müssten diese Entscheidung treffen. Und für die ist es alles schon schwer genug. Und jetzt ist die Frage, möchtest du diese Entscheidung wirklich abgeben? Also ich meine, es betrifft dein Leben und es betrifft deine Organe. Deswegen sollte jeder die Chance ergreifen und tatsächlich entscheiden, ob er oder sie das möchte. Ist es überhaupt
überhaupt gar nicht schlimm, das nicht zu wollen. Man kann ja sagen, aus verschiedensten Motiven heraus, ich möchte das nicht. Aber man darf natürlich auch seine Meinung ändern. Wenn du nächste Woche anderer Meinung bist und das doch möchtest, dann darfst du deine Meinung natürlich verändern, einen neuen Organspendeausweis ausfüllen und ihn dann mit dir führen. Das geht in dem Organspendenregister natürlich auch. Wenn du heute einträgst, dass du es nicht möchtest, kannst du in der nächsten Woche trotzdem noch eintragen, dass du es jetzt möchtest. Was ganz wichtig ist, und dazu möchte ich tatsächlich aufrufen, es gibt nicht nur dieses Schwarz oder Weiß. Natürlich muss man sich am Ende entscheiden, ob man es möchte oder nicht. Aber es gibt millionenfache Motive, weshalb man möchte oder weshalb man es nicht möchte. Und deswegen müssten wir das als Gesellschaft tatsächlich auch respektieren. Ja, also nur weil jemand sein Organ nicht spenden möchte, ist er nicht automatisch ein schlechter Mensch oder ein Wohltäter, nur weil er seine Organe spenden möchte. Am Ende muss es jede Person für sich entscheiden. Man kann auf der einen Seite sagen, naja gut, wenn ich sowieso tot bin und bevor man quasi diese, ganz hart gesagt, diese Organe einfach nur vergräbt, kann doch jemand anders noch davon profitieren. Einer anderen Person kann genau das aber sehr wichtig sein. Und von daher würde ich dazu aufrufen tatsächlich, dass man besonnen an diese ganze Thematik rangeht. Dass man sich auf der einen Seite informiert, und dazu soll auch dieses Video so ein bisschen beitragen, weil hin und wieder ja doch tatsächlich so ein bisschen Falschwissen kursiert. Und auf der anderen Seite ist es eben so, wenn ihr euch informiert habt, dann trefft einfach eine Entscheidung. Das ist nämlich wichtig. Wenn es keine Entscheidung gibt, dann geht das Rätselraten los. Wenn eine Entscheidung da ist, dann wissen alle Bescheid und wissen, was zu tun ist. Und das ist im Grunde genommen mein Appell an dich. Das Thema Organspende ist riesengroß und wir haben sämtliche Aspekte überhaupt gar nicht betrachtet, denn die würden tatsächlich den zeitlichen Rahmen etwas sprengen. Aber ich hoffe, du konntest trotzdem was mitnehmen. Ich habe dir gesagt, was die Organspende eigentlich ist, welche Organe grundsätzlich transplantierbar sind und welche Arten der Organspende es gibt. Ich habe dir gesagt, dass Organe nicht einfach so transplantiert werden können, sondern dass dazu der Hirntod, also der irreversible Hirnfunktionsausfall, vorliegen muss. Du hast auch gelernt, dass du eine Entscheidung treffen solltest, warum das wichtig ist und wo du diesen Organspendeausweis herbekommst. Wenn du weitere Informationen brauchst, dann schreib uns oder aber du hörst dir unseren Podcast zum Thema Organspende an. Den verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Du kannst aber natürlich auch weitere Quellen aufsuchen, wie zum Beispiel organspende-info.de oder auch das Organspenderegister organspende-register.de. Das war's. Wenn es dir gefallen hat, wenn du was gelernt hast, dann sag es gerne weiter. Wir freuen uns über jedes Abo und deswegen vergiss nicht, da jetzt auf diese Schallfläche zu klicken. Nimm auch gerne die Glocke direkt mit. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn du anderen Leuten erzählst, dass es dir gefallen hat, dann freuen wir uns auch darüber. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao.